Albträume bringt man besser ganz schnell hinter sich. Deswegen spielen wir heute in Speedrun-Dale Silent Hill 1. Und herzlich willkommen. Ich habe versucht, nochmal die Leute zu erschrecken. Da rechnet doch keiner mit. Uns hast du erschreckt, auf jeden Fall. Aufgeschreckt. Naja, du hättest vielleicht den neuen Gasabschlag schicken müssen oder so. Dann hättest du wieder schneller. Das kommt ja erst nächstes Jahr. Das ist ja der Schock, kommt ja zeitverzögert. Genau, es ist die Angst davor. Genau. Das ist das, die Angst davor ist viel schlimmer als viel schlimmer, als wenn die Rechnung wieder kommt. Ey, wir haben ein sehr schönes Thema. Ja, ne? Schönes Intro. Du hast auch absolut recht. Albträume sind besser, wenn man sie schön speedrunnen kann. Ja. Und warum das nicht auch gameplaymäßig machen? Und es ist lustig, weil du in Albträumen normalerweise ja nicht rennen kannst. Du hast ja so dieses Ich-klebe-fest-Prinzip. Ne? Und jetzt machen wir mal das komplette Gegenteil. Mit dabei, wie immer, Sia und natürlich der Gregorius Carcianos. Danke. Und natürlich Carcianos Celentano. Ja, in einer anderen Welt ist vielleicht, ja, vielleicht Filme gemacht. Ja, so leichte Phasenverschiebung, bin ich in Mailand groß geworden. Ja, ja, wer weiß. Aber wir haben natürlich auch jemanden, der sich wirklich mit dem Spiel auskennt, was wir ja schon so ein bisschen angespielt haben, ja, auf unserem Kanal. Und zwar ist das der Dizzy, der sitzt jetzt hier hinter mir. Hallo. Hello. Hi. Moin, das ist, finde ich, erstmal total ungewöhnlich. Ja. Dass du Silent Hill spielst. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Silent Hill Speedrun hier gesehen. Und wir haben ja schon echt eine Menge Resident Evil Speedruns, ja, gesehen. Aber irgendwie Silent Hill aus irgendeinem Grund noch nicht. Woran könnte das liegen? An die Bewerber, glaube ich. Was denn? An die Bewerber. Also liegt an den Bewerbern. Ja, ja, also ich habe bisher... Vielleicht Speedrun ist auch weniger Leute. Das kann sein. Also Dizzy Splits ist der Erste, der sich mit Silent Hill bei mir beworben hat. Und da ihr jetzt gerade so ein Let's Play macht mit Silent Hill 3, dachte ich mir, warum nicht Speedrun da einladen vom Timing her? Es ist ja auch ein Spiel, wo man vielleicht gar nicht sich mit den Kämpfen, die ja sehr mühsam und langwierig sind, aufhält, sondern einfach durchflitzt. Naja, wir werden es ja gleich sehen. Ja, du, Dizzy, du hast schon erwähnt, du hast auch erst nicht vor allzu langer Zeit angefangen haben, überhaupt Silent Hill zu spielen oder zu speedrunnen zumindest. Wie ist dazu gekommen? Ja, ich habe euren Playthrough gesehen von Silent Hill 1. Ja, ich habe nämlich davor zu der Zeit nur Silent Hill Origins auf der PSP gespielt gehabt, als ich noch zarte 15 war oder so. Und mich hat irgendwie Silent Hill, ich bin bei Survival Horror, ich finde den Weg nicht und das ist dann der echte Horror für mich. Also, Moment, wenn ich den Weg nicht finde. Da müssen wir aber gleich nochmal drüber reden. Du findest bei Survival Horror den Weg nicht, aber dann spielst du Silent Hill mit 25 verschlossenen Türen. Ich schätze, warum ich den Speedrun so sehr mag, ist, weil ich mich jetzt auskenne und so schnell da durchflitzen kann. Und früher habe ich, also ich habe bei zum Beispiel Silent Hill 3 habe ich 2,5 Jahre gebraucht, weil ich da immer wieder auch gerade. Ja. Unser Speedrun ist auch langsam bei 2-3 Jahren angekommen. Ich habe das meistens aufgehört und dann ein Jahr später nochmal probiert und gesagt, das ist nichts für mich. Und dann habe ich endlich mal verstanden, dass es darum geht, nämlich jede Tür auszuprobieren, was ich halt nie gemacht habe. Und dann findet man in diesem die Türen aufmachen und dann ist plötzlich tatsächlich was dahinter und vielleicht sogar eine Cutscene. Fand ich halt den Gefallen an Silent Hill. Und dann habe ich auch alle Teile gespielt. Okay. Da kann man sicher gut abkürzen, wenn man schon weiß, wo man rein muss. Wir hatten gerade dasselbe auch bei einem Run von uns. Ja, da hat irgendwie Fabian, glaube ich, 2 Türen ausgelassen. Wir waren überall. Und beide hatten was. Und beide hatten was. Waren genau die 2 Türen, wo dann auch richtiger Shit dahinter war. Das kannst du eigentlich kaum glauben. Du gehst nicht davon aus, denkst, es ist ganz, ich mach's nur für die Karte, dass das so weggeixt wird, aber da kann gar nichts dahinter sein, statistisch. Das ist genau das, ja? Ja, die Karte wegixen. Das ist genau das. Ja, und für den Fabian ist es natürlich noch mal extra, wenn er wirklich alles abgehakt der braucht das. Dizzy, kannst du uns denn sagen, so von wegen Casual als auch Speedrun, hast du das Silent Hill Favoriten? Zurzeit, also Casual ist Silent Hill 2 ganz oben, was die Story angeht, ja, vor allem. Sehr gut. Und, ja. Da ist auch außerdem eben dieses kurze DLC, Born from a Wish. Das ist auch nur exklusiv in dem Teil, dass es dann auch irgendwie so ein kleines Extra-Story-Paket gibt. Ja, so ein, also eine Silent Stunde Hill 2, oder so. Vor allem auf dem PC mit der Enhanced Edition. Also das ist krass. Also das Silent Hill 2 ist das für mich der beste Teil. Ja. Silent Hill 1 hat für mich das beste Monster-Design tatsächlich. Also wenn man sich das vorstellen würde, die Bosse, die es da in Silent Hill 1 gibt und die Gegner, wenn die heute auf HD irgendwie geremaked werden, das wäre das beste Game-Design, also Monster-Design, was man sich vorstellen kann.
meiner Meinung nach. Spielerisch ist aber Silent Hill 3 der Beste. Da flutscht alles. Okay. Also halt da kriegst du Ärger mit uns. Wir spielen ja gerade den dritten und wir sind ein bisschen enttäuscht. Gerade vom oder ich würde ernüchtert sagen in der Hinsicht, weil das erste Mal nach 20 Jahren so für die meisten wiedererleben, ist es so, ach, kocht auch nur mit Wasser. No? Ja. Ja, aber ich glaube, er meint es eher im Vergleich zu den anderen Teilen. Habt ihr die anderen Teile mal wieder gezockt? 1 und 2? Wir haben quasi 1, 2 und jetzt gespielt. Ja, du hast beim mehr Movement, ne? So Ausweichmanöver und das so. Das ist Lock. Besser. Genau. Man verzeiht ja den alten Teilen dann auch mehr. Aber beim dritten hatten wir irgendwie oft das Gefühl, gerade am Anfang, dass es so ein bisschen abflacht und irgendwie nicht so richtig zu Potte kommt. Aber so ab der Mitte wird es dann auch wieder interessanter, haben wir gemerkt. Aber da haben wir eine andere Meinung. Ist ja nicht schlimm. Wir wollen auch nicht spielt man es ja jetzt auch den ersten Teil. Exakt. Wir wollen ja kein Review machen. Ich will noch mal kurz erwähnen, wenn wir schon dabei sind, gerade auch frisch rausgekommen, das neue Retro-Club-Buch inklusive einem Kapitel über Silent Hill. Ne? Ach, sehr gut. Passt es da umso mehr. Da ist noch mal ein bisschen so die Entstehungsgeschichte und der Niedergang und hoffentlich wieder Aufstieg von Silent Hill. Ist es unter S oder unter H? Unter S. Okay. Also unter H wie Hill? Hill, Silence. Silent, genau. So Nachname, Vorname. Ja, warum nicht? Aber ich wollte es kurz erwähnen, gerade frisch draußen, da passt es natürlich schon umso besser. Willst du uns was zu dem Run kurz erzählen? Oder du kannst natürlich auch währenddessen quatschen, wenn das für dich dann passt. Aber vielleicht sind ein paar wichtige Details, die man wissen braucht. Das eher, ich meine, vorweg, das Wichtigste an dem Run ist nicht zu sterben. Das ist, okay. Das ist Game Over, ist super langsam. Also du speicherst auch gar nicht? Nein, nein, nein. Das ist ja langsam. Ja, es gibt aber. Das zählt nämlich das IGT auch mit. Also, wenn du Pause drückst zum Beispiel, geht das IGT einfach weiter. Das in real time. Okay. Aber du hast dann im Fall, falls du mal sterben sollst, da gibt es Checkpoints oder wie ist das? Es gibt keine Checkpoints. Falls ihr euch erinnert, ihr habt bei eurem Playthrough auch mal auf Continue gedrückt. Freu dich, dass es, wenn es dann gleich weitergeht und wart dann auch wieder am Anfang des letzten Hospitals. Okay, umso wichtiger also, dann. Aber dafür gibt es auf der PSTV Safe States, die ich natürlich habe, falls mal zum Fallback, ne? Okay. Falls was sein sollte. Fallback. Genau. Okay, ja, wenn du magst, kannst du gerne den Countdown machen. Wir können starten. Gut, startet, wenn ich jetzt auf Easy drücke, in 3, 2, 1 und los. Ach, die Soundeffekte. Auch ein geiles Teaserbild irgendwie, habe ich gerade gedacht. Das ist toll, ne? Startbild, simpel, aber hat voll funktioniert. Da sieht man schon, dass der Ladebildschirm gerade, da war Harry so komisch verzerrt. Das ist etwas, was man nur bei der PSN-Version sieht von Silent Hill. Das ist nämlich die PSN-Version, die ich da spiele auf dem PSTV. Cheryl? Die kann man auch als stationäre PlayStation Vita ansehen, ja? Ja. Die Ladebildschirme schauen ganz anders aus. Es sieht nämlich so aus, als würde das Spiel crashen, da das Bild einfriert. Hey, im Normalfall PS1, PS2 ist es ja so, dass dann ein Blackscreen ist und dann geht das Spiel weiter nach dem Blackscreen. Die Ladezeiten allerdings auf dem PSTV sind die schnellsten, die man kriegen kann, mit egal welchem PS1-Spiel. Es geht zwar nicht um die Ladezeiten. Ja, du kannst doch auch Ladezeiten Speed-Up auswählen, wie bei der PS3, glaube ich, auf der Vita, ne? Dass der schnellere PS1-Ladezeiten hat. Genau, es gibt Fast Disk Speed, heißt das, wie eben bei der PS2. Die letzten Modelle der PS2 hatten das, glaube ich. Also nicht die Anfangsmodelle. Ich glaube, die FAT hatte das noch gar nicht. Und es geht zwar eh nur ums Ingame-Time, denn am Ende jedes Silent Hills wird ja gezeigt, so wie viele Gegner hat man gekillt, die Zeit wird einem angezeigt und das ist komplett verlässlich. Man braucht auch keinen Live-Split dafür, wenn man das Spiel speedrunnen möchte. Sieht was gar nichts gerade. Ja. Aber nur so eine Fackel im Wind irgendwie. Ein bisschen Fleisch liegt da rum. Um halt echte Zeit zu sparen, damit ich hier keinen Bart kriege, wenn ich da am Tag 10 Attempts mache, spart die PSTV halt 8 Minuten über der schnellsten PS2-Version, die es gibt. Das ist natürlich ordentlich. Ja. Auf jeden Fall. Ja, so. Du nimmst das Ingame für uns ja auch nochmal auf. Also ich guck nochmal, was man nochmal ein bisschen drehen kann dran, dass sie auch nochmal was erkennen können. Aber es ist allgemein natürlich ein sehr dunkles Spiel immer. Ja, aber das war ja auch eine dunkle Stelle nur. Ja. Dadurch, dass du so schnell läufst, war das einfach, sah lustig aus. Ja, jetzt sind wir schon in der Stadt nach der ersten größeren Cutscene. Genau, es geht darum, so schnell wie möglich zu sterben. In 1 sowie in 3. Hier ist besonders wichtig, dass ich jetzt die Health Drinks aufgehoben habe, weil es kann später. Silent Hill ist grundsätzlich sehr RNG-heavy, was vor allem die Gegnerposition angeht. Da kann man einfach nichts machen. Manchmal wird man einfach gegrabt, man kann versuchen zu dodgen, aber letztendlich ist es RNG, wie sich die Gegner verhalten. Auch hier
Der Typ kann in 4, 5 oder 6 Schüssen sterben. 4. Schnellster. Und ihn musst du ja killen, oder? Nehme ich an, damit es weitergeht. Den muss ich killen. Okay. Den muss ich töten. So. Die sind übrigens, also durch den ganzen Run, die Air Screamer, wie die heißen, sind die nervigsten Gegner, die man sich vorstellen kann. Können wir bestätigen. Birds are jerks. Ja. Yeah. Also die, die verfolgen einen, ähnlich wie die, falls ihr euch erinnert, aus Morrowind. Die sehen ja fast genau gleich aus, diese Vogel-Pterodactyl-Dinger. Mhm. Die können einen bis ans Ende der Welt folgen oder die können halt direkt erstmal gar nicht zu fliegen anfangen teilweise, also je nachdem, wie glücklich man ist. Ich weiß, wo dein Auto steht. Ja, die sind alles super bedrohlich. Man kann ihn aber ganz gut ausweichen, indem man mit Harry nach links, rechts ein bisschen im Zickzack läuft. Nehme ich jetzt mal auch das Herzchenk da. Ja, du spielst New Game, das heißt also nicht ohne die Plus-Verbesserung, die man dann bekommen kann. Da gibt es ja so Spezialwaffen noch und Easy, schätze ich mal, ist wegen des Gegnerschadens, ne? Genau, wegen des Gegnerschadens und wegen, nein, eigentlich nur wegen des Gegnerschadens. Natürlich ist ein netter Side-Effekt, dass es mehr Health Potions gibt. Ich glaube, wenn man auf Hard spielt, ehrlich gesagt, sind da auch mehr Gegner, vor allem in der Schule. Wenn ich mich recht erinnere. Da hatte ich meine härtesten Gegner in der Schule, muss ich sagen. Das ist immer der Endboss, ja. So, ganz wichtig bei Silent Hill natürlich, 50% des Time Saves ist Movement. Denn wie wir wissen, Harry bewegt sich man läuft ja mit ihm und wenn man dann stehen bleibt, bleibt er nicht sofort stehen, sondern macht erstmal so ein paar Schritte, halt wie ein echter Mensch, mehr oder weniger, ja. Das heißt, man muss abschätzen, wann man denn das D-Pad loslässt, damit er genau auf dem Item drauf landet. Und die Hitboxen sind auch eher so Suggestions irgendwie, ja, von den Türen sowie von den Items. Die sind ein bisschen, da muss man ein bisschen aufpassen, muss man wirklich punktgenau drauf treffen. Wie wir jetzt hier gleich sehen, diesen Briefkasten. Und sich jetzt aufhören zu rennen und dann bleibt er direkt vom Briefkasten stehen. Nice! Also so elegant sah es bei uns nie aus. Ey, wir haben dafür schon 1,5-2 Stunden gebraucht, ja, glaube ich. Also man läuft ja echt, man irrt ja rum. Du willst ja auch erkunden, also ich, die Effizienz, wo du weißt, in welche Richtung des Nebels ich laufen muss, ohne einmal auf die Karte geguckt zu haben bisher. Oh ja. Ja, also das ist bei weitem der schwerste Teil an Silent Hill Speedruns, ist es, die Route zu lernen. Hm. Das braucht man Notizen, da braucht man, also das ist das Schwerste. An sieht auch schon sehr komplex aus, allein in diesem Nebel sich erstmal da auszukennen, das ist schon krass. Ich warte hier eigentlich nur auf einen Hydranten. Da ist er. Ja. Ah, ist das so? Ja, du merkst hier bestimmte Waypoints, an denen du dann... Genau. Okay. Entweder das oder ich höre aufs Radio, wenn ich merke, da war jetzt länger kein Gegner mehr und dann höre ich das Radio wieder, dann weiß ich genau, welcher Gegner das ist und wann ich abbiegen muss. Hier kommt schon ein Reset-Point, das Doghouse, und viele resetten da, weil sie einfach den Item-Pickup verkacken. Hm. Man muss genau links dran docken am Doghouse, damit er dann wirklich auch den Schlüssel da unten findet. So. Alright. War jetzt easy. Alter, ey, Harry hat keine Zeit. Also das ist schon so knapp, dass das ein Reset-Point wäre. Krass. Für Weltrekord-Grind wahrscheinlich schon, ne? Ja, wahrscheinlich greifen die dich dann auch an, dann verlierst du dadurch Zeit, ja? Kann ich mir gut vorstellen. Wenn die dich wenn du die Treppe verpasst, kannst du vergessen. Wenn du rechts an der Treppe vorbeiläufst, dann dauert das circa 9 Sekunden, bis du das wieder korrigierst. Das geht ja nicht. Du musst dich ja umdrehen, dann musst du eine kleine Kurve machen, kurz zum Gehen anfangen, weil sonst overshootet er wieder die Treppe und geht halt links von der Treppe dran vorbei. Dann greifen dich die Hunde an, die dich auch noch trappen können. Also, das möchte man nicht verkacken. Du machst das Licht aus, damit die Gegner dich weniger angreifen gerade. Genau. Da muss man aber echt wissen, wo man lang muss, verdammt nochmal. Das ist fast schon wie so ein Horrorfilm-Trailer, weil man ab und zu mal so die Taschen durchscheint. Ja, hier ist zum Beispiel, sobald ich merke, dass da weiße Streifen auf dem Boden sind, nach rechts halten. Und da versuche ich wirklich praktisch so 500 Meter in der Ferne schon die perfekte Linie bis dorthin aufzubauen. Weil sonst, du verlierst halt wirklich auch, wenn du jetzt zum Beispiel an die Hecke da dran gehen würdest und dann einfach an der Hecke entlang zu dieser Ecke gehen würdest, da würdest du ja schon 4 Sekunden verlieren. Weil du halt nicht die direkte Linie zur Tür hier hast. Und da sind wir. Schulzeit.
Du hast gerade viel Movement gezeigt. Jetzt kommen natürlich die Rätsel so langsam. Ist da RNG mit dabei oder hast du die Möglichkeit, die auswendig zu lernen? In Silent Hill 1 ist kein RNG dabei. Silent Hill 1 ist immer dasselbe, ist auch relativ codearm. Gibt es nicht wirklich viele Codes, die man sich merken muss und eingeben muss. Sondern das sind so fixe Drücke, diese Tasten. Und das sind immer diese Tasten. Sonst noch Fabian anrufen, dass er Mathe macht für uns. PTSD schon wieder vom Dritten. Ja, bei Silent Hill 2 zum Beispiel ist das ganz arg. Da ist jedes Puzzle RNG. Und da hat man erst vor kurzem einen Weg gefunden, anhand der Uhr, die man in Silent Hill 2 in diesem Apartment-Komplex findet, wird die gesamte RNG berechnet für den Rest des Runs. Das heißt, wenn die Uhr zum Beispiel auf 12 zeigt, dann hat man auch immer offen so eine Notiz auf dem zweiten Monitor im besten Fall. Und die zeigt dir die Codes an für alle Codes, die da kommen werden. Geil, Modo, okay, also, super. Ich mag das. Aber Silent Hill 1 ist straightforward. Ziemlich. So, jetzt machen wir nämlich das Piano-Rätsel. Ha. Ganz wichtig beim Türen aufmachen, wollen wir sie immer von der Seite aufmachen. Denn wenn wir jetzt gerade auf die Tür zugehen, habt ihr gesehen, geht Harry ins Gehen über. Wenn man aber so seitlich in die Tür reinläuft, öffnet sich die Tür sofort. Und gleich der zweite Reset-Punkt ist das Piano-Puzzle. Ah ja, hier sieht man es gut. Da ist natürlich das Problem, wenn man zu schnell ist, dann hört man Ding oder Dong und das bedeutet, du hast gerade 8 Sekunden verloren. Ja, und da ist es ja auch noch so frickelig zu steuern, ne? Ja, mit diesem kleinen Digitalpfeilchen. Das haben sie bei all den Spielen nicht besser gemacht, ne? Nee, der Horror ist gleich geblieben. Teil der Erfahrung. Wenn man den Pfeil verwenden kann, verwendet man niemals die D-Pad-Tasten, sondern immer den linken Analogstick, weil er schneller ist. Auch neu zu wissen. Der Pfeil bewegt sich schneller, wenn man den Stick verwendet, tatsächlich. Das müsste die US-Version jetzt sein auf dem PSVR. Ne? Ich glaube, das ist auch die einzige, die es als Download gibt, weil sonst hätte man ja andere Gegner hier in der Schule, oder nicht? Im PSTV, ja. PSTV, Entschuldigung. Die Schulkinder sind in der PAL-Version rot. Ja. Weiß nicht, warum das... Es sind Monster und keine Kinder. Deshalb, weil du wirst ja keine Kindermonster in der Schule haben. Nur Monster. Natürlich. Das war der Grund damals. Das macht Sinn, tatsächlich, ja. Das glaube ich auch nur und die US-Version und die Japan hat auch die gecuttete, ja. Dann gibt es auch eine Out of Bounds, die man in der PAL-Version nicht machen kann, leider. Deswegen spielen die meisten auf der japanischen oder der US-Version, hoppla. Da muss ich lang. Kommen wir in die andere Schule. Eine Schule an Montagen, kann man so sagen. Was ist denn gerade der Weltrekord in dieser Kategorie bei dir? Generell? Also meine Zeit ist 31:48 IGT. Mhm. Okay, ja. Und der Weltrekord ist bei 20:50. Krass. Das ist ja wirklich wahnsinnig schnell. Und woraus ergibt sich so dieser Unterschied? Weil das sind ja dann doch ein Drittel. Und du bist ja schon, wie man sieht, sehr schnell. Kann man da echt 10 Minuten sparen? Wo? 2 Minuten. Also ich habe ja 31:48. Das ist, ja, genau. Also man kann da wirklich so viel sparen an Movement. Ja, das hier, was ich gerade gemacht habe, zum Beispiel, das sind 4 Sekunden. So, weil wir durch. Ich hatte gedacht, das sind 20 Minuten Weltrekord und du hast 31. Ja, das hatte ich jetzt auch verstanden. Aber. Nee. 31 und ist meine PB. Mhm. Und der Weltrekord liegt bei 29. Ach, 29. Ja, okay, genau. Entschuldigung. Das sind ja dann doch nur ein paar Minuten. Also, das geht ja noch. 20 wäre. Also, das ist Cheating. Das ist viel tiefer als 29. Herzlich willkommen beim GTQ. Ja, okay, dann macht das Sinn. Natürlich. Oder hast Movement, du ja noch eine Chance, ne? Irgendwann. Movement ist halt ausschlaggebend anscheinend, ne? Oder macht der Weltrekordhalter noch irgendwelche Strats oder Tricks, die du noch nicht machst? Der macht eine Strat, die nur auf der PS1 geht. Mhm. Das ist, also, da benutzt man, es gab damals von Konami released ein peripheres Accessoire für die PS1.
Die Hypergun hieß die, glaube ich. Die konnte man für wenige Spiele, tatsächlich die ersten Spiele, wo man diese Hypergun benutzen konnte, waren keine Konami-Spiele. Und da hatte man halt dann eine Waffe in den Spielen, wenn man die dann an die PS1 angeschlossen hat. Und das passiert auch bei Silent Hill 1, da kriegt man so eine Laserbeam-Waffe. Und tatsächlich ist der Laserbeam, also er verwendet ihn nicht, weil er irgendwie groß Schaden macht oder sowas, sondern er setzt es bei einem bestimmten Punkt, steckt er die Waffe an seine PS1 an und das spart ihm eine halbe Sekunde im Menü später, weil das ganze Menü eins nach rechts geht. Eine halbe Sekunde, weil das, die ganze Menü. Okay. Eine Plastikknarre da dran anschließen, ey. Krass. Im aktuellen Weltrekord drin. Also hat er damit auch gekriegt. Okay. Das ist Wahnsinn. Und heute müssen die wohl eine Gun holen, ne? Ja. Die kostet irgendwie 700 Euro oder so. Wow. Aber eine halbe Sekunde musst du gegenrechnen. Das ist Dedication. Boah. Ja, Respekt. Also, das, wenn ich mal einen guten Grund für Donations gehört habe, das ist der. Dann der. Ja. Ja. Sind auch bald fertig mit der zweiten Schule. Also, Simon, wir waren hier, glaube ich, bei 4 Stunden ungefähr. Hammer, ja. Es ist aber auch schön, das mal so in diesem Speedrun wirklich zu sehen. Weil man ja, es sind aber auch viele Räume und nimmt ja nur die nötigsten. Das meinst du, wie viele Räume er geskippt hat, die eigentlich nichts bringen. Und das ist es, ne? Unsere halbe Spielzeit war Kartenzeit. Ja, genau. Du musst ja allein die Wartezeit, bis du die Karte siehst, die dann zurückschalten. Ja. Stehe ich richtig? Was hat die nochmal hin zur Karte? Es ist in dem Moment, in dem du die Karte anmachst, hast du eigentlich schon verloren. Ne? Ja. Also kannst du auch direkt neu starten. Karten brauchen wir nicht bei Speedrandale. Gebe ich da das erste Mal Shotgun-Shells, oder? Ich bin trotzdem beeindruckt, weil du läufst ja wirklich, auch während du erzählst, läufst du absolut straight und zielsicher, genau richtig. Ist das so schon in dir einprogrammiert? Also, oder verläufst du dich auch manchmal noch und ärgerst dich? Verlaufen passiert eher nicht mehr. Also, wenn ich irgendwie eine Woche Pause von dem Spiel habe, dann gehe ich vielleicht mal in den falschen Raum oder sowas. Mhm. Vor allem, wenn ich mal Silent Hill 1 und 3 so abwechselnd mal grinde, eine gute Zeit ergrinde, und die sind sich ja doch dann ziemlich ähnlich, Silent Hill 1 und 3, auch von den Locations her, dann verlaufe ich mich manchmal ganz kurz, resette dann, aber dann geht's nach dem ersten Testlauf. Und wie lange runnst du jetzt Silent Hill 1 zum Beispiel? Das runne ich jetzt seit 5 Monaten oder 6 Monaten. Dann geht das ja. 5 oder 6 ja. Monate. Genau. Ich komme ja eigentlich, also ursprünglich aus der Devil May Cry Community. Hm. Das waren meine ersten Speedruns, die ich dann auch auf offiziell mit speedrun.com und sowas und allem drum und dran. Das erste Speedgame, was ich jemals gespeedrunnt habe, war Dark Souls 1 zu Release. Aber da gab es noch kein speedrun.com und gar nichts. Ja, das zur Sicherheit. Devil May Cry hatten wir auch noch nicht bei Speedrun. Nö, das kannst du gerne mal anbieten. Das ist sehr skillig, vor allem extra skillig, ne, mit den Kombos und alles. Ja, da habe ich DMC 1, hatte ich immer wieder mal den Weltrekord, habe auch bei den Stratfinding auch einiges mitgemacht. Hm, cool. Ja, Ich habe 20 Spiele auf meinem speedrun.com-Portfolio. Nice, nice. Weil ich irgendwie, und du wirfst dich erst jetzt. Ja, keine Ahnung. Ich habe, als Elden Ring rausgekommen ist, habe ich natürlich das auch versucht, irgendwie dran teilzuhaben und so. Und dann habe ich gesehen, dass Mafte, der ja auch bei euch war, mit Elden Ring, dass der halt einen Weltrekord hat. Da habe ich ihm gesagt, bewirb dich doch bei Speedrunale. Ist alles greift ineinander. Das finde ich ja wunderschön, dass du hier auch so schön für uns Werbung machst. Aber dann musst du echt auch mal kommen mit sowas wie Devil May Cry. Wir sind ja immer heiß auf Spiele, die wir noch nicht hatten. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was ich noch nie gesehen habe. Ja. Da sind wir beim ersten Boss übrigens. Und genau, du meintest vorher. Zwei Schüsse vorher in ihn reinballern und dann aber während man schießt, das ist ja das Schöne an Silent Hill, man kann sich bewegen während dem Schießen, zurückgehen, damit er einen nicht umhaut. Ich glaube, er hat mich da auch gerade nicht umgehaut. Mhm. Sobald er den Mund aufmacht, 2 Schüsse clear. Das war jetzt auch einer der Bosse, die dir so gefallen, ne? Weil du ja meintest, es werden. Das haben wir auch cool aus. Die sind designtechnisch schon cool. Weil da haben sie ja so eine Discount-Version praktisch in Silent Hill 3, dieser komische, riesige Wurm. Der Wurm am Anfang, ja. Genau. Der heißt Split Worm, der Gegner hier heißt Split Head.
Aber ich finde Splithead um einiges cooler. Ja, ich fand jetzt auch, ich finde den schon schöner als in den 3. Der in 3 ist irgendwie so ein bisschen so ein Standard-Endboss. Genau, 3 hat auch keine schlechten Designs. Ich meine so ab und zu mal, wenn ich sehe, okay, da sind die großen Typen mit den Dönerhänden. Die Dönerhände finde ich ganz gut. Die haben irgendwas Groteskes, so wie man es erwartet. Aber ja, ja, weißt du, der Döner ist aus Gammelfleisch. Ja. Ja, und vorne ist noch der Stab auch noch, so ein Spieß noch vorne dran. Das wäre die Waffe, die sie eigentlich haben, wo sie immer schon die... Und säbeln so sich selbst die Arme. Ja, aber sehr, sehr effizient. Du musst es auch wirklich gar nicht ausweichen jetzt beim Boss. In den meisten Fällen. Man sieht es ja, also die Leute, die unser Speedrun jetzt von Silent Hill 3 geschaut haben, warum lauft ihr an den Gegnern vorbei? Schaut euch das an. Na, bis auf den Boss eigentlich nichts gekillt hier. Ja, und man muss es ja eben auch nicht. Mhm. Es ist eher, wenn du den Frieden haben willst, so den Seelenfrieden, dann bringst du alle um, einfach nur, damit du es aus dem Kopf hast. Aber darum geht's ja nicht. Also Krankenschwestern später, da werden wir 2 umbringen. Ah, weil die die so im Weg laufen oder warum? Ja, genau, weil die komplett im Weg sind. So, wir gehen jetzt zur Kirche. Das Lustige ist auch, Silent Hill 3 und 1, die Priesterin im ersten heißt Dahlia, die im dritten heißt Claudia. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie das Internet wildeste Theorien dazu hat, dass es einfach dieselbe Person ist, dass es einen Cycle gibt, wie bei Dark Souls, weil Harry verhindert ja den Cycle mehr oder weniger, dieses Rebirth. Ja, kommt es aber wieder, Das sind nur 17 Jahre. Kommt dasselbe halt nochmal wieder, genau, 17 Jahre später, lustigerweise, weil das würde ja bedeuten, dass Silent Hill 3 im Jahre 2017 spielt. Und dafür gibt es ja so Röhrenfernseher und so ganz alte Radios und sowas. Ist halt seine eigene Welt. Da haben wir wirklich genau darüber geredet, ne? Ja. Warum das irgendwie diese ganz alte Technik. Warum hat Harry noch einen Röhrenfernseher? Ja, ja. Es ist halt echt seine eigene Welt, das stimmt, ja. Schon cool. Sie ist die Star Trek Zukunft eben, ne? Mit roten und gelben Farben und drehenden Knöpfen. Aber Tablets haben sie schon. Ja. Ja, die Cutscenes kann man zum Glück überspringen, also mit Ausnahme der kleinen Ingame-Sachen, wo du mal Dialog hattest. Das hilft dem Speedrun auf jeden Fall. Wenn ja, also hier diese Tür zum Beispiel, durch die ich gerade durchgegangen bin, eine Kirchentür, die kann dir eine Sekunde wegnehmen, dadurch, dass Harry einfach dagegen knallt. Oh, okay. Wenn man den Analogstick allerdings verwendet, um Harry durch eine Tür zu begeben, dann klappt das zu 70%, dass sie gleich aufgeht, aus irgendeinem Grund. Er hat nämlich eine ganz, ganz leicht andere Laufanimation, wenn man den Analogstick verwendet. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist jetzt D-Pad und das ist Analogstick. Oh, ist ein bisschen schneller. Ja, so ein bisschen die Frequenz ist ganz leicht höher. Die Frequenz, genau. Dieser Raum hat 8 FPS. Geil. Nice. Darum ist der auch ziemlicher Time-Loss-Punkt im Spiel. Denn Harry lässt sich einfach schwerer steuern, wenn es da unter 10 FPS hat. Ja, generell. Jetzt checke ich mal kurz mein Leben. So, alles gut. Man könnte doch sicher auch eine Menge sparen, wenn man diese Ladezeiten noch mal reduzieren könnte zwischen den Türen, wenn man das jetzt irgendwie... Sind ja schon mit dem PSTV zumindest, ne? Ist es dann schon die kürzeste, weil das war ja trotzdem eben noch eine lange Wartezeit. Also vielleicht kann man es ja noch mehr reduzieren. Nee, also wie gesagt, es ist egal, ob die 10 Minuten dauern, die Ladezeiten, denn wir... Achso, sind ähnlich in der Zeit drin. Wir schauen nur am Ende auf den IGT-Bildschirm und der ist halt wirklich perfekt, komplett ohne, auch wenn du ins Menü gehst. Die Zeit wird nicht mitgerechnet. Ja, stimmt, meintest du. Das ist ganz pur In-Game-Time. Ja. Ist schön, wenn die Spieler das selber gut mitmachen sogar. Mhm. Ja, als ob sie wollten, dass man das Speedrun das Spiel. So, ich merke hier auch wieder, es sind mit meinen liebsten Speedruns, Survival-Horror-Speedruns, sowohl zum Schauen als auch zum selber Spielen, wo wir dann eben auch Resident Evil 2 trainiert haben. Da sind wir auch ganz gut reingekommen für die wenig Zeit, die wir investiert haben. Ich muss auch sagen, ich bin überrascht, wie flowig das läuft. Also es wirkt eigentlich, als würdest du ganz normal spielen, nur halt sehr gut darin sein. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Ja. Bis wir dann später zum Out of Bounds kommen. Der allergrößte Reset-Point im ganzen Spiel. Der ist 100% abhängig von, wie der Gegner auf dich reagiert. Und der reagiert manchmal nicht. Shit. Okay. Aber der spart 4 Minuten. Also muss 4 Minuten? Ja. Das Spiel ist 99 rausgekommen. Die Out of Bounds wurde 2016 gefunden. Oh. Boah. Krass. Krass. So. Wenn du das findest, wie 4 Minuten sparst. Das hört sich so nach einem Summoning Salt Video an. Und dann kam 2016. Synthwave-Musik. Wir werden die Red Liquid verwenden. Allerdings nicht an Sybil. Das lasse ich mal für später offen. Okay.
Stimmt, ja. Müssen wir auch nochmal gucken, welches Ende du angehst oder nicht, ne? Ja. Die Kamera kommt gar nicht mehr mit bei dir. Das ist alles schon... Spooky Elevator. 2 geht nicht auf. Oh nein, das Stockwerk ist... Da ist ein anderes Stockwerk aufgetaucht. Genau, nein, noch nicht. Ah, noch nicht. Oh, gut. Auch zu? Naja. Dann wohl nicht. Ja. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das war nicht. Noch. Also zumindest von unserem Let's Play noch. Wenn du wieder zurück in den Aufzug gehst, ist der vierte wieder weg. So, einer der schwierigsten Teile ist Hospital. Denn da gibt's ganz, ist es ganz verwinkelt alles und man muss da wirklich in der perfekten Linie mehr durch. Da jetzt noch nicht, aber im nächsten Raum zum Beispiel. Aber die Stimmung ist so gut hier, ey. Und so toll hinbekommen. Hoppla. So. Da sieht man schon. Ja, die Hitbox vom Blutpack. Oh, sowas haben wir in 3 Grad auch gemacht, ne? Mit Blut in die Papiertüte, in die Plastiktüte. So, die, ja, stimmt, mit der Tüte, Tüte genau. Bringen. Den Eimer leer machen, ne? Da ist sie. Okay, die steht ja, aber auch wirklich aber mega nervig. Nicht um. Ja, ja, sehr die gut. Kann super nervig stehen. Die kann ich auch, wenn du rausgehst, wieder einfach grabben. Hat sie nicht. Uff, Glück gehabt. Gut. Den ersten Stock. Wenn ihr seht, manchmal sieht die Kamera ein bisschen komisch aus. Das ist, weil ich mir einfach die Kamera mehr oder weniger selbst zurechtlege, bevor ich in einen Raum gehe. Mhm. Dass ich halt direkt aufs Objective schaue, sozusagen. Hätte ich halt L2 gedrückt. Also du wechselst zwischen Analogstick und Steuerkreuz her, je nachdem, wie du dann das Movement machen möchtest, ne? Nicht sehr oft, aber vor allem draußen in Silent Hill, in der Nebelstadt, da schon. Weil es da, die Türen draußen sind schwieriger zu kriegen als die Türen drinnen. Okay. Wahrscheinlich, weil die Türen draußen, weil du halt draußen bist, auch weniger FPS hast und sowas und einfach ein bisschen mehr Input-Lag dadurch. Ah, natürlich. Keine Ahnung. Wie ihr gesehen habt, ich musste gar nicht zu den Tentakeln hingehen, um das Bloodpack einzusetzen. Ich konnte es einfach nach dem ersten Schritt durch die Tür einsetzen. Sehr praktisch. Die Hitbox extended da durch den ganzen Raum. Als nächstes kommt ein Trick, der wurde vor kurzem, erst vor 2 Monaten oder so gefunden. Da ist normalerweise eine Krankenschwester im nächsten Raum, die komplett den Weg versperrt und muss sie töten und dann durch. Wir werden sie pushen und dann töten, damit wir direkt an die Tür rankommen. Push, push, push. Schuss, Schuss. Und sie haben es nicht geschafft. Falsch hat eine 75%ige Gewinnchance. Checken wir mal schnell. Alles gut. War nur eine Fleischwunde. Ja. Genau. Out of Bounds ist auch gleich nach dem Hospital. Was natürlich, wenn du so einen super Reset-Heavy Trick hast in der Mitte des Runs nach so 30 Minuten, ist das natürlich ärgerlich, aber man kann dann auch zur Kategorie ausweichen All Bosses, wo man eben den einen Boss, den wir dann überspringen werden, einfach macht. Damit man sich nicht plagen muss mit der RNG. Sehr viele Kategorien in Silent Hill Runs. Die gute Animation vor dem Körper, damit ich nichts machen muss. Circa hier ist man dann auch, also man kommt dann in Silent Hill 3 an viele Orte, wo Harry schon war, wie zum Beispiel Alessas Sick Room, heißt das ja. Beide Spiele hören auf in dem Raum. Es sind sehr viele Parallelen. Auch dieser Raum hier ist nur ein bisschen anders im dritten Teil. Das fand ich immer super geil an Silent Hill 3, dass man da so viel vom ersten drin hat. Das ist wirklich Fanservice vom Feinsten eigentlich. Mhm. Und dann steht auch 2 mehr oder weniger so als sein eigenes Ding da.
wird aber trotzdem halt gemenschent in Silent Hill 3. Und im vierten ist dann irgendwas. Ja. Gott, wie ist der Killer da nochmal? Weiß ich auch gar nicht mehr. Der Serienkiller. Lange ist es her, aber... Hab ich nie gespielt. Ja. Ich hab den vierten auch nie gespielt. War aber auch ein Grund beim 3 eben, nachdem der zweite leider nicht sich so gut verkauft hat, wie sie es gehofft haben. Er ist im Nachhinein zum Kultklassiker geworden. Lass wieder ein bisschen mehr was machen, was an den ersten erinnert und die Story abgeschlossen sozusagen oder fortgeführt. Ja, kann man schon machen, aber... Ich wäre aber auch für so Anthology hätte ich auch gut genau. Gefallen, ne? Jeder Teil was Neues, ja. Nur Silent Hill ist dann die Konstante. Mhm. Ich finde auch, es verliert so ein bisschen seine Wirkung, wenn es zu sehr aufgedröselt wird und die Geschichte zu episch aufgeblasen wird, obwohl sie es gar nicht braucht eigentlich. Ja, und du, Dizzy, hast ja gesagt, du hast mit Origins angefangen, ne? Da hast du ja noch mal ja, mehr. Ja, das ist ja auch noch mal, genau. Das ist ja, glaube ich, das erste oder zweite, was von amerikanischen Entwicklern gekommen ist. Ja, das müsste sogar das erste sein noch. Das war mir einfach, das, also das war mir so komisch. Ja, ich glaube, das war das erste, ja. Das fand ich irgendwie, erstens konnte man es, man konnte es zwar gut spielen, aber wie sie diesen Wechsel in die andere Welt gemacht haben oder benutzt haben, das benutzt du ja mehr oder weniger, um Puzzle zu lösen, gehst du absichtlich in die andere Welt. Mhm. Wogegen bei Silent Hill 1, 2 und 3, das passiert irgendwie einfach. Ja. Je nachdem, ob der Charakter nun den Abstieg in den Wahnsinn macht und dadurch halt symbolisch in die andere Welt geht oder ob er einfach reingesogen wird. Im dritten Teil hat man... einen der Götter aus dem Silent Hill-Universum, der an so einem Rad dreht, während man irgendwie so eine Leiter hochgeht. Ja, das haben wir gerade erst gesehen. Mhm. Ja, ja, da hört man so ein Gebärmutter-Traktgeräusch irgendwie, was irgendwie auch symbolisiert, wie das Kind auf die Geburt wird hingearbeitet irgendwie und er wechselt dann, das ist zumindest eine Theorie, dass dieses Viech, was dann irgendwie so an diesem Ventil schraubt, dass er die Welt hervorruft. Aha. Das ist interessant. Das haben wir, gerade erst gesehen. Wir haben den gesehen und notiert. Ach, guck mal, der dreht da am Rad. Ja. Der ist auch sehr verbunden mit Pyramid Head. Interessant. Das ist ein und dasselbe, sagen manche. So, jetzt kommt die Out of Bounds. Okay, jetzt sind wir gespannt. Macht doch Harry. Das wäre die Szene, wo du Sybil, glaube ich, triffst. Wieder. Hm? So. Die versuchen vom Gegner angegriffen zu werden, auf den Boden gehauen zu werden, eine Stufe runterzufallen dabei und beim Knacken der Knochen von Harry durch die Loadzone zu gehen. Es hat geklappt. Ich glaub's nicht. Nice, da waren sie. Nein, es hat geknackt. Doch, doch. Du versuchst hier durch die Loading Zone, der greift dich ja an, dieser komische Froschhund, was auch immer das ist. Der greift dich an, du fällst auf den Boden und musst, während er zubeißt, was man durch dieses Geräusch dann hört, musst du die eine Stufe runterfallen. Wenn das nicht passiert, schaffst du es nicht. Und der hat super kooperiert auch gerade, weil der kann auch einfach dich komplett ignorieren oder an dir vorbeilaufen oder greift dich an, aber trifft dich nicht. Mhm. Hat doch gut geklappt. Damit haben wir den Larvenkampf geskippt und gehen direkt zur Motte. Oh, okay. Ja, du hast dich quasi out of bounds unterhalb der Stadt jetzt bewegt, bis du dann oberhalb. Zur nächsten großen Location gelandet bist, ne? Oberhalb tatsächlich. Oberhalb. Unterhalb, ja. Oberhalb. Wie auch immer. Hauptsache out of bounds. Ja, und genau. Ey, wenn du es nicht gesagt hättest, niemand hätte es gemerkt, weil es sieht nach Silent Hill aus. Ja, es hätte wirklich sein können, dass das dazugehört. Jetzt bist du ja wirklich schon am Ende so fast, ne? Das ist echt krass. Mitte? Oh, okay. Das ist der Floatstanger-Bossfight. Viele machen dann den Fehler, dass sie einfach draufballern die ganze Zeit. Man kann man auch nicht übel nehmen. Habe ich auch gemacht. Aber die Motte hat Invincibility Frames. Solange der Puddle von Blut, der da auf dem Boden ist, nicht komplett ganz ist. Also wenn sie fängt ja an zu bluten und wenn der Kreis komplett gefüllt ist, dann kann man erst wieder schießen. Okay. Es ist auch ganz wichtig, dass man am Ende bei der Treppe landet, mehr oder weniger, weil dann kann man gleich schnell runtergehen. Das ging fix. Genau, also, weil normalerweise ballert man 3 Schüsse, dann nochmal 3 Schüsse, wird man wieder getroffen und sowas. Man muss einfach abwarten, tatsächlich. Ja, der Part, den du geskippt hast, das wäre das Einkaufszentrum gewesen, oder was war das? Genau, ja, da wo man die Rolltreppe raufgeht, diese Videos abgespielt werden. Plus den Boss da unten. Genau.
Wir haben ja auch keine Probleme, was Munition angeht. In Normal und Hard muss man viel mehr Munition aufheben. Mhm. Man sieht, du läufst an den meisten Packs vorbei. Genau, und teilweise muss man da auch das Gewehr verwenden. Luftschutzgewehr. Aber hier ist ganz easy alles mit der Shotgun. Hier verwenden wir die Shotgun gleich als, wie manche sagen, als amerikanischen Schlüssel. Der Draufballern geht auch auf. Wieder, ich finde das immer geil, wenn in Spielen einfach, wenn du die Waffe tatsächlich verwenden kannst, um die Tür aufzuschießen, weil in vielen Spielen ist es so, die könnte ich doch jetzt einfach aufknallen, aber nein, du musst irgendwie das ganze Level machen, um irgendwie so eine Karte zu finden. Oder über einen Zaun nicht drüber klettern. Ja. Oder es ist genau. Hüfthohen Zaun, nein, ich komme nicht vorbei. Ich kann die Treppe nicht hoch, steht ein Sack Müll. So eingesperrt von Gitterstäben, wo ein Wal durchpasst. Das blöden Stars-Member. Nichts können die. Ich liebe deinen, wo der Tyrant ist, anstatt einmal kurz den Tisch wegzuräumen, damit ich an die Tür kann. Ja, ist nicht mein Job. Dafür wurden die nicht ausgebildet. Diese Gremlins da, diese grünen, goblinartigen Dinger, die haben tatsächlich auch keinen Namen, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich glaube sogar, die heißen wirklich Gremlins. Das sind die, die in der Schule nichts geworden sind. Die gehen dann in die Kanalisation und kriegen dann ihren Job. Das ist eine Reddit-Theorie. Auf jeden Fall. Die machen den meisten Schaden von allen Gegnern überhaupt und haben auch die meiste RNG von wegen, wie sehr sie dich blocken. Wenn du da durchfällst, ich werde auch sicherheitshalber nochmal checken. Ja, gelb gefällt mir nicht so. Grün. Es ist so befriedigend zu sehen, wie du dich durch diese labyrinthartigen Gänge einfach so sicher bewegst. Da gucke ich richtig gerne zu. Das ist fast schon Therapie. Ja, es hat was total Befreiendes. Ja, Mann, lauf an allem vorbei. Es ist so schön. Ach. Wer hat denn behauptet, man kann nicht vor seinen Problemen weglaufen? Genau, er hat noch nie Silent Hill gespeedrunnt. Ja. War so war. Hier habe ich auch Casual, habe ich für diese Sewers Tage gebraucht, glaube ich. Ist aber auch eine ekelhafte Stelle. Ja. Meint die Sewers? Ja, Sewers ist. Die Sewers ging noch bei uns beim Let's Play, der Part davor, wo man im Dunkeln durch die ganze Stadt getrapst ist, den du auch übersprungen hast. Wie wir da uns verlaufen haben, trotz Karte, trotz allem. Ja, man ist ja auch Videospieler, man will alles absuchen, du gehst immer am Rand entlang und die Stadt ist doch relativ groß. Kann man in eine Tür vielleicht mal doch rein? Mhm. Eine der geilsten Sachen an Silent Hill 1 ist ja auch, du gewöhnst dich so an diese Karte, du lernst sie kennen, du benutzt sie und dann am Ende wird sie dir einfach weggenommen. Und nicht nur einfach weggenommen und du weißt nicht wohin, sondern das Haus verändert auch seine Etagen, je nachdem durch welche Tür du gehst und sowas. Also das sieht man nicht so oft heute. Licht aus, Kakerlake dran vorbeilaufen. Kakerlaken. Weißt du, wir haben Kakerlaken, können Kakerlaken im Dunkeln sehen? Sind das irgendwie so. Wie sehen die denn mit den Beinen oder so? Das sind alles gute Fragen. Ja. Den Fühlern vielleicht. Die Hitbox von diesem Blutfleck ist super schwierig zu treffen. Habe ich aber geschafft, okay. Also, du kannst halt nicht überall draufklicken, da wo das ganze Blut liegt, sondern du musst halt perfekt irgendwie so auf einen Punkt drauf. Mhm. Scary Szene, Goblin Attack. Genau. Finde ich eins der besseren Sounddesigns, was so Sewer Level angeht. Sounddesign allgemein herausragend auch nach 20 plus Jahren hier, also. Und das während der PlayStation 1 Ära. Ja, irgendwie war Silent Hill 1 auch das erste so moderne Spiel, wie man das so sagen kann, die Performance geopfert haben für wie etwas aussieht, also für die Grafik. Da kann man heute kaum glauben, aber. Ja, leider. Passt, so, wir sind draußen. Ah, ja, und die Not zur Tugend gemacht. Also bei anderen, wo du Nebelwerfer und sowas gelesen hast im Test. Na, hier aber super mit dem limitierten Sehen, mit der Nebelwand. Passt richtig gut zum Spiel. Immer noch komisch, dass kein N64-Teil rauskam. Ja. Prädestiniert für dieses Spiel. Eigentlich perfekt. Wieso N64 prädestiniert? Ja, weil der N64 war doch der Nebelwerfer, weil die so immer diesen Nebel volumetrisch benutzt haben, um die Grafik zu kaschieren. Spiel mal Turok 1 oder irgendwas. Das ist Silent Hill. Turok 1 ist eigentlich Silent Hill. Aber hier hätte es halt echt gut gepasst. Also da hätte sich niemand beschwert über den Nebel. Ansonsten hat er natürlich immer gestört. Mhm.
Naja. Ja, doch, das stimmt. So, jetzt sind wir in diesem dunklen Bereich wieder, wo man ja auch mit der Karte wenig anrichten kann. Wir sind auch vorhin im Dunklen an einem dieser Froschartigen Hüpfdinger vorbeigelaufen wieder, die übrigens unfassbar viel Schaden machen eigentlich und super nervig sind und finde ich das gruseligste Sounddesign haben, dieses komische, dieses nicht ausmachbare, was das denn eigentlich sein soll, so ein Gähnen oder so ein Bellen oder irgendwas. Die heißen Romper und Romper ist ein Wort, was nicht mehr so wirklich in der englischen Sprache verwendet wird, war so irgendwie so ein 50er, 60er Wort und bedeutet spielerisch, kindisch. Mm. Romp to romp, spielerisch umhertollen, kann man sagen. Romp Raider. Ist noch so ein Doggy. Jetzt treffen wir Dahlia und Sybil in diesem Bootshaus. Ich habe nochmal gedacht, was passiert gleich. Sybil. Du wirst uns nicht aufhalten, Harry. Ja, auf welches Ende arbeitest du jetzt hin? Wahrscheinlich wegen Sachen machen, das nennt man es Bad Ending oder so, weil das am schnellsten geht. Bad Plus. Bad Plus. Das gute, schlechte Ending. Hm. Das ist nämlich schneller, weil man eben. Oh, das sind zwei gleich. Genau, das ist Super Nintendo. Super Nintendo. Auch ein guter Speedrunner-Name. Ja. Ja, das Sybil-Ending, wo man halt Sybil heilt, statt sie umzubringen, ist schneller aus einem Grund, der auch eben wirklich auch nicht intended ist von Konami. Nämlich man kann diese rote Flüssigkeit bei einem Shadow-Baby anwenden. Man muss nicht zu Sybil rein und das bei Sybil verwenden, um sie zu heilen, sondern man kann es einfach an einem Shadow-Baby, was einfach vor dem Vergnügungspark chillt, kann man das dem ins Gesicht knallen und dann das zählt auch als Sybil. Okay. Und dann ist die Cutscene auch super weird und super komisch. Das Spiel weiß überhaupt nicht, was es machen soll. Die PAL-Version crashen da manchmal und so. Werdet ihr auch gleich sehen. Sind wir noch mal im Sewer kurz unten, machen so einen Panic-Run. Es ist einfach wirklich faszinierend, wie gut Silent Hill 1 schon damals die Kamera und alles unter Kontrolle hatte. So schlecht es manchmal auch ist, so geil ist es auch manchmal. Ich erinnere mich damals, dass es teilweise nervig war zum Spielen, aber ich habe da immer sehr, sehr gerne zugeguckt. Mhm. Ja, gerade wenn ich bin halt manchmal auch zu dumm und zu ungeduldig für sowas. So viele Wege finden, wenn ich mich verlaufe, dann habe ich keinen Bock mehr sehr schnell. Und außerdem töte ich immer sehr gerne alle Viecher. Genau das ist es. Ja, so bin ich auch normalerweise, geht es mir halt im Gameplay, wie halt Devil May Cry, da bam, 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 das ist nur Input, Kill, so schnell wie möglich, Frame-Perfect, Tricks und sowas. Aber wenn man, irgendwann habe ich das einfach irgendwie, hat sich so ein Schalter umgelegt und habe ich mir gedacht, das fühlt sich so gut an, diese Puzzles zu lösen. Mhm. Wenn du dann Stunden dran sitzt und es endlich gelöst hast und hoffentlich auch nicht nachgeschaut hast oder was auch immer. Mhm. Ich muss gestehen, natürlich habe ich auch mal nachgesehen, weil sonst höre ich wieder auf für 3,5 Jahre. Mhm. Bei manchen Sachen. Wie die Underground-Section in Silent Hill 3, das kannst du vergessen. Da habe ich mit der U-Bahn-Geschichte. Oh, ja, da haben wir auch gestruggelt. Bist du wirklich wie oft? Ein echter Mensch in einer fremden Stadt? Irgendwie, da geht's zur Bergen Street, wo muss ich denn da hin? Ja, und dann niemand hilft dir. Musst du ja auch einmal rüber springen und die ganze Zeit überfahren. Ach, Alter. Die Geschichte, wo du über die Gleise zu der Tür musst. Du musst die Tür ausprobieren und dann musst du zurück und den Hunden ausweichen, sonst stirbst du eh wieder. Was für ein Shit. Und dann bist du kurz geschockt, obwohl du es geschafft hast, weil es dieselbe Cutscene spielt, wie wenn du sterben würdest. Und dann so, das ist immer so ein, ach fuck, oh, wir haben es geschafft, Moment. Mhm. Ja, kryptischer Shit. Da finde ich Nachgucken auch völlig in Ordnung. Bei einigen Stellen. Das stimmt. Ich würde mir irgendwie mehr wieder sowas. Oh, du wolltest gerade was erzählen. Da ist das Shadow Baby, falls ihr es gesehen habt. Ich habe das eingesetzt, was ich bei Sybil einsetze. Und jetzt zählt euch die Katze. Da war's, ja. Fantastisch. Also, das Spiel denkt einfach, das Shadow Baby ist Sybil. Sag, wahrscheinlich irgendeine ID im Hintergrund. Ne? Copy-Paste. Genau. Sybil. Genau.
Genau, so ein Copy-Pasting. Das wird's wohl sein. Also zu 100% weiß man das nicht. Harry, what happened? Yeah, what happened? Huh? Shh, don't talk. I don't know. I'll take care of you. Harry. Wir stehen dir da normalerweise zu zweit und reden. Why her? I'm not sure myself. Da können wir dann skippen. Da passiert auch nicht viel mehr. Der ist einfach nur leer. Anfang der Jugendpark. Der Glitch ist aber auch schon ziemlich lang dabei. Da weiß man schon ziemlich lang, dass es, also seit den frühen 2000ern, findet man auch in Lösungsbüchern, dass man den auch einfach an dem Shadow Baby verwenden kann. Diese Kameraperspektive, die da gerade war, kann man freischalten im NG Plus. Benutzen Leute den NG Plus Bibeln, um dann noch leichter irgendwie durch so enge Passagen zu kommen. Und wir sind im letzten Level angelangt. Ey, ich würde mir, wollte ich schon sagen, mehr Spiele wieder wie das wünschen. Ich habe so viele Horrorspiele gespielt und sie sind alle auch teilweise gut. Martha is Dead oder Everything so. Was Amnesia seit einiger Zeit. Und so ja, ne? Das wollte ich sagen. Du hast auch dieselben Tricks, immer diese Geräusche überall und irgendwann denkst du dir, okay, die sind immer so, die bedeuten nichts und es ist irgendwie einfach nicht mehr, es kriegt diesen Psycho-Horror nicht mehr so gut hin wie diese hässlichen alten Dreckspiele. Das ist wirklich schade. Es ist so krass, wie sehr ein Spiel, wie sehr Entwickler versuchen, das nächste große dieses Spiel zu sein. Ja. Das nächste große Dark Souls zu sein. Das nächste irgendwie, entweder das oder sie remastern halt alte Sachen, weil sie einfach, ich weiß nicht, was es ist, ob denen einfach die Ideen ausgehen, was. Ne, ich denke, dieses so Creepy Jahr House. 15 Souls-Likes rausgekommen. Ja, aber die funktionieren halt immer noch. Ich spiele jetzt gerade Thymesia und so. Und das ist, du bist einfach nur dankbar, dass du quasi mal wieder was Neues hast in diesem Setting. Aber du weißt selbst, schon, es ist nicht ganz so gut. Aber du reifst es dir trotzdem rein. Immer so ein Gefühl, sei kein Dark Souls. Hat man immer so ein bisschen im Hintergrund laufen. Kann sich super spielen. Thymesia spielt sich auch super. Ich finde nur, gerade bei Horror oder so Psycho-Horror, Grusel, wie auch immer man es nennt, hast du so viele Sachen, die du machen könntest, weil so viele Ängste existieren in der Welt. Aber es ist dann doch immer ein Haus mit Licht und einer Kerze und die Kerze geht irgendwann aus und dann kommt irgendein Monster, Booger, Booger, Booger vor dir. Es ist so wirklich, selbst die Räume sehen gleich aus mittlerweile. Ich habe Spiele gespielt, da ist dasselbe Haus. Die haben die gleichen Assets gekauft. Das denke ich nämlich auch. Da hört es dann auf. Oder du steigst noch weiter in den Wahnsinn ab und denkst das. Ich bin aber bei euch, also es macht auch der Zeitraum, dass es ein authentisches End-90er-Game ist. Ich mag ja auch die Puppet-Combo-Sachen, die ja bewusst diesen PS1-Stil machen, so Mörderhaus und wie sie alle heißen, die noch mal ein bisschen was anderes, nicht gleich von der Qualität, wie sowas hier sind. Oh. Die Lisa-Cutscene. Ah. Lässt du die ausspielen oder ist es, kannst du nicht abbrechen? Irgendwie muss ich. Also ich kann die überspringen, aber ich finde das. Nee, es ist auch die Musik, Alter. Und so. Ja. Lisa Percent. Lisa Percent. Oh, das ist so schlimm! Es ist einfach zu gut. Ich hatte vergessen, dass ich tot bin. Jetzt fällt es mir wieder ein. Oh, da kriege ich Gänsehaut. Hart, ne? So, die Tür. Da ist er in die falsche Richtung gelaufen. Aber jetzt kommen wieder die Räume. Hör, da waren wir vorher komplett woanders. Genau. Wo alte Räume nochmal neu angeordnet wurden. Also die Cutscenes zählen auch überhaupt nicht zur IGT. Wenn man da irgendwie so eine Verschnaufpause braucht oder was auch immer, kann man die auch immer in einem Run laufen lassen, mal kurz irgendwie die Hände dehnen und so weiter. Man drückt halt die ganze Zeit das D-Pad drauf und masht die ganze Zeit den X-Button. Erstmal froh über so eine kleine Pause zwischendurch. Ja. Ja. So, zack, 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 zack. Knabbel wieder. Null Bock. Irgendwo ist Fabian, wenn du gerade aufschreckst. Ich weiß nicht warum. Sie brauchen mich. Nicht nur eins, sondern gleich drei Puzzles. Genau. So. Oh, mein Kryptonit. Ich habe es wahrscheinlich beim Let's Play auch schon erzählt, aber ich hatte, also als das rausgekommen ist, noch viel mehr Probleme, das zu spielen alleine als Resident Evil 1. Und da hatte ich auch schon meine Probleme damals. Silent Hill fand ich auch noch schlimmer, ja. So, hier haben wir den Ring, damit wir später dem Forced Death, mehr oder weniger Forced Death, entkommen. Wenn ihr euch erinnert, der Kühlschrank, wo einfach ohne Warnung
kann dich das Spiel, kann der Kühlschrank dich fressen ja, und das ja, dein ja, Spielstand ja. ist weg. Das hat er gemacht, glaube ich. Weiß ich noch. Ja. Mhm. In dieser Küche, in der Küchenszene. Ich glaube, das sind wir einmal dran verändert, wenn ich nicht. Das würde passen, aber ja, weiß es nicht mal mehr. Jetzt werdet ihr gleich sehen. Das ist so der letzte Abteil im ganzen Spiel. Da ist der Kühlschrank. Da kriegt man jetzt so einen Schlüssel. Jetzt klingelt es wieder ein bisschen, ne? Und jetzt, wenn ihr jetzt den Raum verlassen würdet, tot. Mhm. Denn der Kühlschrank ist ja nicht mehr zugesperrt und da kommt so ein Tentakel-Cthulhu-Viech raus. Das war's. Aber wir haben mit dem Ring den Kühlschrank wieder zugesperrt. Ja. No more noodles. Ja, spart ja auch Strom. Ja, ja. Muss man heutzutage machen. So, werde ich mich mal kurz heilen. Auch wenn ich im grünen Bereich bin, man kann immer grüner sein. Die Shadow Babies hier beurteilen auch darüber, ob man eine PB kriegt oder nicht. Also in diesem Abteil, im letzten Level, sind die Shadow Babies super aggressiv. Und da hast du eine 90%ige Chance, dass sie dich grabben. Und wenn sie dich nicht grabben, dann bist du super, also schon sehr glücklich, vor allem wenn du auf Weltrekord-Pace bist. Ich glaube, kein Weltrekord hatte jemals gar keinen Grab. Hm. Denn, der dann offiziell auch auf speedrun.com war. Vor allem bei diesen zwei hier. Die stehen halt genau nebeneinander. Ja. Mega fies. Haben wir den Strom ausgemacht, damit wir hier den Kasten aufmachen können? Nicht elektrifiziert werden. Oh, haben wir nicht? Du hast den Strom nicht ausgemacht? Ich habe den Strom nicht ausgemacht, ja. Ups. Ich wurde dann gegrabbt von dem Shadow Baby und irgendwie habe ich dann darüber gesprochen und dann werde ich mal schnell den Strom ausmachen, ne? Genau. Gott sei Dank machen die aber nicht so viel Schaden. Aber sie grabben dich trotzdem nochmal. Sie grabben und messern dich, ja. Ja, wie ihr seht. Muss ich mich nicht heilen. Oh, Schlüssel. Das war nicht intended. Weil ich das den Strom nicht ausgemacht habe. Letzte Gegner, diese Shadow Baby, na klar. Seht ihr dieses Ritual? According to plan. Jetzt gibt's aber den letzten Boss. Wenn man Good Plus macht, hat man ja einen anderen Boss. Nämlich so ein fliegendes Ding, was auch irgendwie so ein Gott sein soll. Aber im normalen, jetzt in auf, wenn man jetzt Good Plus, also Bad Plus Ending oder Bad Ending macht, kämpft man ja nur gegen Alessa selber, die dann so leuchtet. Eigentlich kaum ein Bossfight, man kann trotzdem sterben. Aber hier machen wir Folgendes: Wir zielen. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Warten. Und gleich ist Time. 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 Alright. 6 war Real Time. Und das geht wahrscheinlich noch ein bisschen runter. Einiges, ja. Sehr gut. Ich bringe euch. Jetzt kommt dann noch diese Cutscene. Dann können wir eine. Die Credits können wir überspringen. Dann müssen wir noch eine Cutscene schauen. Und dann wird das IGT angezeigt. Aber ja, wir haben es zwischendurch ja schon mal gesagt, großartige Leistung, also es hat sehr viel Spaß gemacht zum Zuschauen. Mhm. Und, Entschuldigung, wenn wir dann zu viel gelabert haben, aber wir waren sehr mitgenommen hier. Ja, war sehr gut. Ja. Auch schön, das nochmal alles zu sehen, ne? Wo wir gerade den dritten wieder spielen, das passt ja sehr gut. Ich brauche jetzt das Buch nicht lesen für den Aufsatz, das ist sehr gut. Ja, genau. Wenn du diese kleinen Büchlein liest, wo schon alles so analysiert wird. Die gelben und alles. Genau. Da haben wir Sybil halt gerettet, drum. Und nehmen wir gemeinsam das Baby mit. Was ist eigentlich aus ihr geworden? Ja, die sind drei gar nicht in drei. Ja, würde man fast erwarten, dass sie da auch nochmal auftaucht. Wir haben zwar einen Cop in drei, aber einen Ex-Cop.
Also es ist wieder ein Cop. Ja. Lustigerweise. Schön. Auch spekuliert natürlich, ob im dritten nicht manche dieser Monster halt die, manche Charaktere sind aus anderen Silent Hill-Teilen. Da sieht man zum Beispiel, wenn man in den Codes nachschaut, das erste Monster, was man in Silent Hill 3 sieht, wo man auch die Pistole bekommt. 34-39 ist gar nicht okay. Übel. Gut. Oh, nice. Gute Zeit. Schön. Du meinst deine PB, wie war das? 32-31 oder so? 31-48. Mhm. Also da ist schon einiges schiefgelaufen, aber. Ja, aber davon hat man wirklich nichts mitbekommen. Außer dieser einen Geschichte, wo du mal zurückgelaufen bist, um die Maschine auszustellen. Das ist halt wirklich nur so minimale Movement-Fehler, ne? Ja. Ja, krass. Mhm. Und die Shadow-Babies. Ja. Was ich vorher noch sagen wollte, eben im dritten Teil, dieses erste Ding, was man killt, wo man dann die Pistole kriegt, das sind dieselben, das ist ein Remodeling von, wie heißt denn nochmal die schwarzhaarige Frau aus dem zweiten Teil? Laura. Nicht Laura. Ja, die du am Anfang triffst, die for me it's always genau, like this, ne? Genau, das soll sie sein. Aha. Also laut Coding und so. Okay. Also gibt's immer wieder so Easter Eggs. Interessant. Okay. Aber, ey, fantastisch. Ja, also danke fürs Zeigen des Runs auf jeden Fall. Ne? Ich bin auch sehr gespannt, was die Community sagt und das vergleicht mit unserem Let's Play, was wir gemacht haben. Sag mal, wie oft bist du da oft am Stream? Weil wir haben gesehen, du bist ja auf Twitch unterwegs. Machst du denn viel von den Silent Hill Speedruns oder machst du was anderes aktuell? Ich versuche relativ täglich zu streamen. Zurzeit liebe ich Silent Hill und werde das auch weitermachen, weil ich auch Die PB ist so, ich kann sie schmecken. Ja. Also werde ich das in nächster Zeit auch machen, vor allem Silent Hill 3 zurzeit. Da will ich vom 11. Platz zumindest mal in die Top 7 kommen, etc. Aber ansonsten, wenn das getan ist, ich wechsle meine Speedruns schon hier und da für längere Zeit. Da, das geht von SpongeBob Battle for Bikini Bottom zu Simpsons Hit and Run. Also nur Horrorspiele. Ja. Du bleibst im Genre treu. Silent Hill 2 ist als nächstes dran, was ich lernen werde. Ich war bei GDQ mit Elder Scrolls 4 Oblivion, war ich dieses Jahr beim AGDQ. Also mein Geschmack ändert sich auch immer irgendwie, aber ich komme immer wieder mal zu meinen alten Spielen zurück. Ja, es klingt doch aber nach schön bunt. Also wenn euch diese Titel gefallen haben, aber auch unabhängig davon, habt ihr gesehen, gerne mal vorbeigehen, mindestens den Follow hinterlassen. Und wir sagen euch da draußen nochmal, wenn ihr euch bewerben wollt, speedrandale@rocketbeans.tv könnt ihr gerne so machen oder direkt bei als ob es meine Hand wäre. Bei sie euch bewerben, @simiclove oder twitch.tv/simiclove101, auch mit ganz viel Horror SpongeBob. Natürlich. Bei dir. Ja, ganz viel Horror Randomizer und Mega Man Horror. Ja. Primär Mega Man. Primär Mega Man. Die andere Art von Survival Horror, muss man sagen. Dizzy, wir sagen dir nochmal danke. Wir werden dich auch nochmal wiedersehen mit noch ein bisschen mehr Silent Hill in der nächsten Zeit. Ihr da draußen denkt gerne ans Liken, Abonnieren. Falls ihr Facebook noch habt, ich habe meins gelöscht. Ne? Soll man ja auch. Du bist der Richtige. Ich bin hart. Du bist der Auserwählte. Ja, genau. Wer mich kontaktieren will, kann es auch anders machen. Ich habe das Gefühl, Facebook löscht mich. Ich krieg da immer weniger Leute. Irgendwann bin ich nur noch alleine. Vielleicht sterben die auch so langsam. Ja. Aber wenn ihr das noch habt, gerne die ganze Social-Media-Aktivierung machen. Und Gregors Buch kaufen, nicht vergessen. Das das würde uns natürlich auch sehr, sehr freuen. Checkt auch den Retro-Club aus und natürlich den Supporters Club. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alle Stationen einmal durch. Dizzy, einmal danke noch. Genau, da ist der Supporters Club noch vermerkt. Und wir wünschen euch was. Habt noch einen schönen Tag und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Speedradale. Bis dann. Bye bye. Ciao.